Sie haben sich für einen Wartburg entschieden. Gratulation. Das Schöne ist, dass die Autos so konstruiert sind, dass eigentlich damals schon jeder alles selber machen konnte. Der 311er ist natürlich noch so ein richtiger Pfotenklemmer, das sieht man ja hier, es ist alles etwas enger. Und unser Ziel ist hier bei dem Auto auch nicht 100% Originalzustand. Und dabei geht es jetzt einfach darum, ein Auto auch mal so zu erhalten, wie es wirklich auch im Straßenverkehr gefahren ist, und technisch das in Ordnung zu bringen, dass man das vernünftig fahren kann und einfach sagen kann, guck mal, nicht Hochglanz, sondern Original. Das war eine Karosserieauflage. Die sind so vergammelt, aber verchromte Handbremshebel, das hat hier nur wo keiner. Das ist ein bisschen aufregend, ein bisschen schön. Kultauto Wartburg. Jetzt in der ARD Mediathek.